Rodeo reiten bei Let's Play Darksiders 2. In der letzten Folge haben wir wunderschön das Ding, wie heißt das schnell? Ich hatte die Schmiede reaktiviert komplett. Als Dank erhielten wir den Schlüssel eines Erschaffers, um Kreationen wieder zu erwecken. Ah. Haben wir in der letzten Folge nicht ein einziges Mal gekämpft. So kann es kommen. Wir spielen hier kein blutrünstiges Kampfspiel. Oder? Das ist doch ein friedlicher Simulator! Jetzt fragt er sich, was er simuliert. Special Kill! Niedriger Mann. Elende, verdorbene Brut. Du bist der Letzte, der noch übrig ist. Von deinen Brüdern. Und du bist gefallen. Wie ein Stein. Was du ja auch irgendwie bist. Du bist ja ein Stein. Gestern. Boom. So kann das kommen. Einfach nur stillschweigen und die Atmosphäre genießen. Besser. Bam. Aha. So umgeht man Tore. Na, das passt schon. Ich dachte schon, ich hätte gerade etwas gesehen, das ich vergessen hätte. Doch das kann nicht sein, dass ich etwas vergesse. Mücken. Frisst das, du elendes Mückennest. Wir fressen einmal das. Wenn ihr das aufgegessen habt, könnt ihr noch Nachschlag haben. Ach ja, schöner Tag heute. Ich bin richtig glücklich. Und plündern diese Ruine. Zerstörter Brunnen. So. Gut. Hier verbirgt sich eine Kiste. Hinter diesem Tor. Heiltrank. Zorntrank. Normalerweise ist es kein gutes Zeichen, wenn man so viele Tränke findet. Meist heißt das, sobald gekämpft wird. Na? Eine Abkürzung. Höchst elegant. Was war das? Na toll. Schwer ist ein beschissener Ring. Elende Bastarde. Hier geht es doch rauf.
Agel äh. Ah. Ach nee, oder? So langsam glaube ich wirklich, dass ich mich irgendwann eines Tages teilen kann. Aber gut. Lasst uns durch diese Tür schreiten. Dass wir im Schlumpf weiterkommen. Au. Du hast mir Schmerzen zugefügt. Friss das. Tja. So wie dein Bruder wirst auch du fallen. Ich habe es gesehen. Mein Gott, ein riesiges Becken. Bei so einer riesengroßen Wassermenge muss einfach irgendwo irgendetwas versteckt sein. Ach, sieh dir das an. Tja. Eine Bestätigung. Meine Theorie, dass in 90% aller Gewässer irgendetwas versteckt ist. Und meist sind es diese Fährmannsmünzen. Was willst du? Willst du meine Theorie anzweifeln? Du etwa auch? Elende, befleckte Kreation. Gut, und dann sind wir wieder hier. Noch mehr von euch Höllenbrut. Au. Du hast mich verletzt. Nun verletze ich dich. Auch du wirst sterben. Was war das? Ich habe was gehört. Öffne dich, Tor. Oh. Das war der Schlumpf. Schlumpf. Was bei Gott ist das? Platz für einen Schlüssel. Und ich habe keinen Schlüssel, stellt sich das mal einer vor. Hey, Junge! Ich habe deine Rüstung gefunden. Stein sei gepriesen. Ihr Anblick bringt Erinnerungen zurück. Aber nicht. Reiter, kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Was ist es denn dieses Mal, Bub? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast, folgt der andere. Nun gut, Kahn. Der mich zu vielen Wundern führte, zum Beispiel Norden. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal, als ich versuchte, eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete. Tja, die Schamanin, die Kreuz. Nun, dann los mit dir. Niemand hat jemals etwas Interessantes gefunden, indem er nur herumstand. Das sieht man an dir. Eine Kiste. Versteckt hinter Stein. Tja,
Was wird dieser Tempel uns wohl bringen? Ach, wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja die Zeit. Der verlorene Tempel. Hier. Achso. Elende Hundebrut. Was ist das? Wasser. Was war das? Bleib hier zum Sterben! Diese elende Hundebrut. Gut. Brav. Wenn er zu Kreuze kriecht. Sehr schön. Ausrüstung. Oh, dieses wunderschöne Panorama. Also dieses Ambiente hier ist echt wahrhaft wunderschön. Muss man schon sagen. Bravo, THQ. Bravo. Boom. Ha, zieh dir das mal an. Das ist doch viel schöner als Bomben. Eierrätsel 2.0, oder? Das sieht mir ganz stark nach einem heftigeren Kampf aus. Ein Kampf, der mehr als 3 Minuten gehen wird. Ach, wie ich es hasse. Und damit, ja, blicken wir noch einmal zurück auf meinen wunderschönen Roboter und sagen, bis zur nächsten Folge von Let's Play Darksiders 2. Gefällt mir.